Die Geschichte von Rosemary und mir ist nicht für schwache Nerven. Sie ist ziemlich heftig, ungerecht und grausam. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich werde sie euch trotzdem erzählen. Wird Zeit, dass ihr die Wahrheit über die Liebe erfahrt. Für alle da draußen, die weniger Erfahrung haben als ich. Ich erzähle euch mal was über Mädchen. Früher dachten wir, wenn ich ein Mädchen anfasse, bekommst du die Krätze. Krätze! Ah, sie hat mich berührt! Aber alles änderte sich, als ich Rosemary Telesco kennenlernte. Oh, alles in Ordnung? Das ist die Tür. Ja. Dad, warum sind Mädchen so anders? Da fragst du, glaube ich, den Falschen. Mom, das ist Rosemary Telesco. Ich wusste nicht, dass du jemanden zum Spielen eingeladen hast. Wir wollen nicht spielen, Mom. Hey, Rosemary. Wie geht's dir, Süße? Hey, Rosemary Telesco. Gehst du aus? Nur so eine Verabredung mit einem Mädchen. I believe in miracles, my love to you. Liebe ist unglaublich aufregend und sie kann so schmerzhaft sein. Rosemary, ich liebe dich. Was? Denkst du könntest mich auch lieben? Dad, was ist los mit dir und Mom? Es gab mal eine Zeit, in der wir uns sehr liebten. Doch dann kamen kleine Schwierigkeiten. Aber wir haben nicht darüber geredet. Inzwischen sind wir uns fremd. Wieso hast du es ihr nicht einfach gesagt, Dad? Ich wünschte, ich hätte es getan. Nächsten Sonntag fahre ich ins Camp. Für wie lange? Für 6 Wochen. Warum ist die Liebe irgendwann zu Ende? Manchmal kannst du das Glück eben nicht festhalten, weißt du? Was willst du denn hier? Ich wollte auf Wiedersehen sagen. All das geschah innerhalb von 2 Wochen. Aber wenn du erst 11 Jahre alt bist, können 2 Wochen eine Ewigkeit sein.